Hi, na? Hier ist der X-Wing mit einem Informationsvideo zu Borderlands 2. Ich werde mal meine ganzen Chars vorstellen, angefangen bei der Sirene, dem Char, den ich Let's Play. Und werde mal alle Waffen und die Skillung durchgehen. Zu den Waffen benutze ich eben die Uncamped Herald, Moxie's Good and Bad Touch, eine Bitch in mittlerweile allen Auswertungen, also hier Slack, Korrosion, Schock und Feuer, eine Hawkeye, eine Northfleet, Infinity werde ich wahrscheinlich weniger benutzen, genauso die Liuda, hier eben die Bad Touch noch. Die Hot Hail ist aus einer Quest, die benutze ich natürlich nicht. Die Sandhawk für Bosse dann. Ein Kampf um dein Lebensartefakt werde ich wahrscheinlich auch weniger benutzen. Die Mods auch nicht. Die Granaten situationsbedingt. Und bei den Schilden werde ich wahrscheinlich bei dem Grounded B bleiben. Das Ground B erhöht eben den verursachten Schaden um 179.000, wenn mein Schild voll ist. Und es entlädt mein Schild um 0, also es bleibt immer voll. Nicht wie andere Verstärkungsschilder. Meine Lieblingsgranate ist eben die Stormfront. Die anderen sind mir zu random irgendwie. Als Artefakt habe ich mittlerweile ein besseres bekommen. Da habe ich erhöhten Schockschaden um 33% und zusätzlich noch die Abklingzeit um 39%. Die Shaming Cat erhöht meinen SMG-Schaden und eben auch Zerstörung, inneres Auge und Beschleunigungsskill, was diesen Mod ziemlich stark macht. Zeige ich noch kurz, wie die Waffen so funktionieren. Bei der Herald verbrauche ich immer 6 Schuss mit einmal abdrücken. Es kommen jedoch 14 Projektile heraus. Sieht man hier jetzt ganz gut. Das ist eben eine Double Penetrating, deswegen 2 solche 7er Reihen. Und ja, macht eben sehr großen Schaden. Verbraucht jedoch auch immer 6 Schuss, also die Pistolenmuni sind sehr schnell weg mit der. Die Moxie's Good Touch ist eben zum Heilen da. Kann ich mal zeigen, wenn ich mir irgendwie ein bisschen Damage machen kann. Ja. So, jetzt habe ich Schaden. Jetzt nehme ich die Good Touch. Und es ist egal, ob ich jetzt ihn abschieße oder einfach nur so Schaden mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Face locke, dann mache ich ja auch Schaden. Dann bekomme ich auch direkt Heilung. Erst von der Feuerexplosion, jetzt von dem Tick-Schaden. Auch wenn ich eine Granate schmeiße, kriege ich eben auch die Heilung. Jetzt nehme ich nochmal ein bisschen Schaden kurz. So. Und auch wenn ich mit der Waffe natürlich schieße. Wenn das Schild oben ist, mache ich eben diesen erhöhten Schaden. Und dadurch bekomme ich natürlich auch extrem viel mehr Heilung. Wenn da viele Gegner sind, ist es natürlich besser, wenn man den Face lockt und dann eine Granate hinschmeißt, dann ist man instant voll. Die Bitch, die ich jetzt in jeder Ausfertigung habe, funktioniert so, dass sie eben genauer wird, wenn man schießt. Was man jetzt auch am Fadenkreuz sieht. Wenn ich natürlich zoome, noch besser. Also hier mal auf dem Boden gesehen, das ist das Einschussloch eines Magazins seiner Bitch. Und das ist das Einschussloch von einer Good Touch.
Somit ist die Zielgenauigkeit viel höher. Meine Sniper, die ich benutze, ist die Hawkeye. Auf den Körper geschossen bringt sie weniger. Macht nur 350.000 Schaden, also weniger als eine Bitch sogar. Auf den Kopf hingegen macht sie 5,2 Millionen. Eben weil sie plus 85% kritischen Trefferschaden hat. Zudem hat sie einen erhöhten Zoom. Wenn man den Zoomer vergleicht, das ist der Zoom von der Hawkeye. Und das ist der Zoom von einem anderen Sniper, der Liuda. Das sind so die Hauptwaffen, die ich benutze. Sandhawk dann später noch für Bosse. Und natürlich die Bad Touch, weil mit Feuer richtet man gegen Roboter kaum was aus. Die Sandhawk ist eben... hat so einen Vogel, den man abschießt, also den es mal dahin schießt. Hinterlässt 7 oder 8 Einschläge. Ich glaube, das sind jetzt echt 8 Einschläge, ne? Oder 9 gar, wenn das jetzt 2 sind. Und somit bei Feuerstoß hinterlässt sie halt 3 solche Vögel. Oder gar noch mehr, 4. Und wenn man damit eben den Gegner trifft, macht das gut Schaden. Bei großen Gegnern ist es halt einfacher, alle Kugeln zu treffen. So, das wär's zu den Items. Mit der Quasar kann man noch die Gegner zusammenziehen, was ich mit meinem Facelocker sowieso mache. Mit der Bouncing Bonnie kann man alle Gegner slaggen. Das zeige ich aber mal mit einem anderen Char noch, wo ich die auch aktiv benutze. Zur Skillung. Ich habe jetzt ein bisschen umgeskillt seit dem Anfang meines Let's Plays. Einfach weil ich die Leichtfüßigkeit einen Punkt mitnehmen will, damit ich mich schneller bewegen kann, wenn ich nur hin und her laufe. Dann ziehe ich hier den groben Reiter an. Und hier die Breakneck Banshee. Und habe dann plus 70% auf Bewegungsgeschwindigkeit. Und da mein Schild durch den groben Reiter dauerhaft 0 ist, bewege ich mich dementsprechend schneller. Ja, zum Schaden machen ist das natürlich nicht geeignet. Deswegen ziehe ich wieder meine alten Sachen an. So. Der Rest der Skillung ist gleich geblieben, dass ich eben erhöhtes Schild und verbesserte Ladeverzögerung habe. Einen längeren Facelock habe. Die Gegner zusammenziehe. Und eben Schusswaffenschaden und Projektilgeschwindigkeit erhöht ist. Hier habe ich jetzt diesen einen Punkt rausgenommen aus Wiederherstellung. Heißt, ich habe ein bisschen weniger Leben als vorher. Und ich kann meine befreundeten Spieler nicht mehr so gut heilen und auch NPCs. Aber das ist nebensächlich, denn ich habe ja beschwingt und wiederbeleben, dass ich die anderen Spieler per Facelock wiederbeleben kann. Während mein Facelock aktiv ist, habe ich natürlich erhöhte Feuerrate und den Schaden von Zerstörung. Eben diese Heilung pro Sekunde, während mein Facelock aktiv ist. Und ich habe generell immer erhöhten kritischen Trefferschaden um 45%. Ich habe eine erhöhte Chance, den Statuseffekt von Feuer, Schock, Korrosion und Slack zu verursachen um 30%. Heißt, bei einer normalen Bitch, die 10% hat, habe ich jetzt die Chance von 40%. Ein erhöhtes Magazin. Die Magazingröße ist erhöht und eine verbesserte Nachladegeschwindigkeit. Wenn ich was facelock, explodieren die. Also der eine. Wenn ich was abschieße, kommt dann eine Säurewolke, deswegen auch dieser
Säureschaden immer, der jetzt hier tickt. Ist nicht viel, aber einfach weil es dauerhaft aktiv ist. Also sobald die Wolke weg ist, kann sie wiederkommen. Man sieht's unten. Dann habe ich hier des Weiteren umgeskillt die Opferung. Da ich jetzt ja nicht mehr alleine spiele, sondern in Gruppe, muss ich mich auch nicht mehr selber wiederbeleben und kämpfe um mein Überleben. Sondern kann auch von denen wiederbelebt werden. Und braucht das somit nicht mehr. Kann also in die Kettenreaktion reingehen. Und habt jetzt eine Querschlägerchance von 32%. Heißt, circa jeder dritte Schuss prallt auf einen weiteren Gegner ab. Dieser Abpraller trifft leider nicht kritisch. Also mit einer Hawkeye bringt das relativ wenig. Der Sensenmann, wenn mein Gegner über 50% Gesundheit verfügt, ist der Schusswaffenschaden um 40% erhöht. Und natürlich, wenn ich etwas facelogge, wird das geslackt und zusätzlich Elektroschaden und Korrosionsschaden verursacht. Das wär's mit meiner Sirene. Bis zum nächsten Video, wenn's heißt Speedrun Sirene.